Hallo, hier ist Gudrun von Stempelelfe. Am Wochenende hat Kathleen und ich von Kreativpapier wieder unser monatliches Live auf Instagram. Und ich wollte euch wie beim letzten Mal unsere Projekte zeigen. Ich habe mit dem Set Nuts About Squirrels gebastelt. Und folgende Projekte sind dabei entstanden. Das erste war eine herbstliche Karte. Dieses Stempelset hat ja englische Sprüche, aber ich denke mal Happy Birthday, weiß jeder, was damit gemeint ist. Und dieses Hey Sehr ist auch geläufig. Also ich habe hier erst Designerpapier verwendet. Das ist das Designerpapier Schöne Natur aus dem Hauptkatalog. Und es ist gerade jetzt für den Herbst, hat das ganz schöne Papiere und Farben. Ich habe hier also das Designerpapier als Mattung verwendet. Dann habe ich das Papier in Grundweiß geprägt, beziehungsweise erst gestempelt mit den Blättern und dem Zweig. Dann habe ich es geprägt, ich hoffe, das sieht man so, mit dem Prägefolder, 3D-Präge vom Baumrinde. Ich weiß nicht, ob man das so besser sehen kann. Ja, die beiden Eichhörnchen habe ich ausgeschnitten und mit 3D-Pads aufgeklebt, genauso wie mit dieser Nuss, Quatsch, mit der Eichel. Ja, die nächste Karte ist diese hier. Hier habe ich auch wieder das Designerpapier verwendet. Dann habe ich hier ein anderes Stempelset verwendet und ein paar Spritzer gemacht. Moment, das kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar ist das Stempelset Wunderbare Freundschaft, ist aus dem Hauptkatalog. Und da habe ich diesen kleinen Stempel verwendet, um den Hintergrund ein bisschen einzufärben. Ist im Hauptkatalog, ist eigentlich aber auch ein Winter- oder Herbstset, finde ich. Es hat auch Stanzformen dazu, die wunderbar sind. Und dazu gehört auch dieses, zu der Reihe gehört auch das Designerpapier Schöne Natur. Und hier habe ich einen kleinen Clou eingebaut. Den Tag kann man nämlich mit einem Magnet abnehmen und kann sich den in ein Buch legen oder an eine Magnetpinnwand. Hier habe ich noch ein Stück Farbkarton in Sinnerung hintergeklebt und einmal mit einem Gludert. Das Stück Papier ist auch eingefärbt, erst geprägt mit dem Präge von Baumrinde und danach eingefärbt mit Zimtbraun. Und so hält er und man kann das nachher einfach abnehmen und weiterverwenden. Dann habe ich eine kleine Verpackung für eine Haselnussschnitte. Achtung, Werbung. Die ist ganz einfach gemacht. Eigentlich braucht man da nur einen 6x6 Inch Bogen Farbkarton. Mir war das auch ein bisschen zu eng. Hier habe ich es in 6x6 gemacht. Ich habe es jetzt aber mal ein bisschen vergrößert und 6,5 x 6,5 Inch gewählt. Ist da nicht ganz so eng sitzen. An der unteren Seite habe ich 1 cm eingeschlagen und hier sind 2 cm. Dann hat man so einen kleinen Überstand. Das sieht, finde ich, ganz nett aus. Und dann das klebt man sich dann fest. Dann macht man an dieser Seite einmal ein doppelseitiges Klebeband dran, legt sich das hier rein und klebt das einfach hier zu. Dann tackert man die Unterseite und hier oben locht man einfach, oder man, wie man mag, mit der Klemme, kann so ein kleines Klemmerchen verwenden. Ich habe sie einfach doppelseitig zweifach gelocht und mit dem Band verknotet. Genau, das ist ganz einfach gemacht. Falls ihr da noch gerne eine detaillierte Anleitung so haben möchtet, meldet euch doch gerne, gebt mir gerne einen Kommentar ab. Dann zeige ich euch das beim nächsten Mal noch genauer. So, und das war dies. Dann habe ich eine Kerze gestaltet. Ich habe hier Wasserschiebefolie verwendet. Wie das geht, das habe ich euch schon mal gezeigt. Ich verlinke euch mal das Video hier oben rechts. Und zwar habe ich das Eichhörnchen abgestempelt
mit Stazon. Habe aber nicht den Füllstempel verwendet, sondern habe mit Stamping Blends das ein bisschen koloriert. Auch drei Blätter habe ich abgestempelt und koloriert. Ja, also erst stempeln, trocknen lassen und dann kolorieren. Und danach wie in Schritt bei meinem letzten Video. Dann habe ich hier auch ein Stück Designerpapier. Das habe ich auch geprägt. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Habe da noch drei Blätter verwendet, ein Männchen. Ja. Das kann man auch nicht anzünden. Das brennt einfach außen ab. Das habe ich schon mehrmals gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich noch eine kleine Verpackung gemacht. Auch hier zeige ich euch die Anleitung. Die habe ich in meinem Instagram Live gezeigt. Ich mache die mal auf. Das ist ebenfalls für so eine Haselnussschnitte. Und zwar braucht ihr den Farbkarton Grundweiß. Das ist der extra starke. In 11,5 x 10 cm. Den falzt ihr rundherum bei 2 cm. Und klebt ihn einfach zusammen zu einer kleinen Box, zu einer Schublade. Dann den Farbkarton Wildleder, das ist der hier. In 7x19 cm. Den falzt ihr einmal links und einmal rechts bei 8,5 cm. Klebt dann die kleine Verpackung drauf. Und vorher legt ihr noch das Band darunter und befestigt das. Ja, und danach kommen noch die beiden Stücke Designerpapier. Habe ich einmal hier drüber geklebt und einmal hier. Und dann noch das Eichhörnchen mit ein paar Blättern aufgeklebt. Falls ihr auch das nochmal genauer sehen möchtet, dann meldet euch gerne. Ich zeige euch das sehr gerne. So, und das für das letzte Projekt. Da muss ich einmal das Licht ein bisschen dimmen. Dann zeige ich euch das noch gleich. So, ich habe nämlich ein Windlicht gestaltet. Und ich lege jetzt gleich mal ein Papier rein, damit ihr das besser sehen könnt. Hier habe ich das Band aus der Halloween-Serie verwendet. Einfach noch ein Blatt aufgeklebt. Hier, das muss ich euch nochmal zeigen. Das habe ich mit den Goldflocken gemacht. Ich habe hier unten einfach etwas Tombo aufgegeben. Dann trocknen lassen und die Goldflocken drüber gegeben. Ja, so sieht das einfach aus. Jetzt lege ich mir mal ein Pergamentpapier hier rein. Dann sehe ich hier die Motive besser. Und zwar habe ich hier auch die Eichhörnchen mit Wasserschiebefolie aufgeklebt. Hier ist einmal das schwarze oder graue Eichhörnchen und hier ist das braune. Ich lege es mal ganz nah ran. Das könnt ihr, glaube ich, so ganz gut sehen. Ne? Ja. Ja, genau. Das war mein letztes Projekt. Ich mache mal gerade wieder Licht an. So, das war mein letztes Projekt. Ich glaube, es hat allen gut gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wenn ihr noch genauere Anleitungen haben möchtet, zu der Verpackung oder zu dieser hier, dann meldet euch, gebt einfach einen Kommentar ab. Dann zeige ich euch das im nächsten Video. Ja, bis dahin. Tschüss.